Mein Name ist Philipp Burkhardt. Ich bin fünffacher deutscher Weißwurstmeister und seit einer Woche deutscher Meister der besten Leberwurst. Das Wichtigste ist die Leidenschaft zum Handwerk, zum Fleischerhandwerk, die Kreativität, die man ausüben kann und vor allem die Resonanz der Kundschaft, wenn ein Produkt besonders gut geworden ist. Darüber freue ich mich immer sehr. Jedes Jahr findet der Wettbewerb in der Geburtsstätte der Weißwurst statt, in Alençon in der Normandie. Dort schicken wir unsere frische Weißwürste immer ein. Es ist immer eine Blindverkostung. Das heißt, niemand weiß, wem welches Produkt gehört, damit es für jeden eine gleiche Chancengleichheit gibt. Und seit 2017 führe ich diesen Titel. Mit Ausnahme von 2020, da ist der Wettbewerb wegen Corona leider ausgefallen. Das Wichtigste bei der Herstellung von Weißwürsten, man benötigt frisches, gutes Material, bestehend aus magerem Schweinefleisch, beispielsweise aus der Keule, mageres, zartes Kalbfleisch, kerniger Rückenspeck, damit bekommt das Produkt einen besseren bzw. einen kernigen Biss, wie es der Name schon sagt, Unmengen an frische Petersilie, Zitronenabrieb sowie frische Gewürze. In diesem Beruf wurde ich im Prinzip schon seit meiner Geburt hineingeboren. Mein Vater ist Meister im Fleischerhandwerk, mein Großvater war Meister im Fleischerhandwerk. Und so kam für mich in Frage, dass ich nach dem Abitur bei meinem Vater die Ausbildung zum Fleischergesellen mache. Den Betrieb gibt es schon seit 1961. Damals ist mein Großvater auf verschiedene Wochenmärkte, hauptsächlich in der Mannheimer Innenstadt G1 gefahren. Und darauf wurde dann auch das Hauptgeschäft in Mannheim-Waldhof geöffnet. Und mein Vater und ich führen diesen Betrieb nun seit 2021 gemeinsam. Als ich das erste Mal deutscher Weißwurstmeister geworden bin, sind wir ungefähr von 500 Weißwürsten die Woche auf 4.000 bis 5.000 Stück die Woche hochgesprungen. Die Resonanz der Kunden war sehr, sehr erfreulich. Und meine Weißwürste bekommt man bei uns im Hauptgeschäft auf dem Waldhof in der Tannenstraße. Vergangenes Wochenende waren meine Familie und ich in Holland zum Gala zur Siegerehrung der Confrérie de Chevalier eingeladen. Dort wurde ich zum deutschen Leberwurstmeister gekürt. Ich kann nicht nur Weißwurst, sondern mehr. Des Weiteren habe ich 15 Goldmedaillen für verschiedenste Produkte aus unserem kompletten Sortiment gewonnen. Von Brühwurst, Rohwurst, Kochwurst, streichfähige Rohwurst, schnittfeste Rohwurst, also aus dem gesamten Spektrum. Mein Ziel ist es natürlich, den Titel des deutschen Weißwurstmeisters zu verteidigen. Und ein weiteres Ziel ist es, internationaler Champion als bester Metzger Europas mal zu werden. Es wäre schön, wenn es vielleicht mal klappt.